Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Abends. Genauer gesagt geht es heute Abend um eine richtige Premium-Kamera für die smarte Outdoor-Überwachung. Selbstverständlich kompatibel auch mit dem Amazon Echo. 1080p, Full HD, IP-fähig, schwenkbar, drehbar und viele weitere Funktionen, die wir uns gleich einmal anschauen. Es handelt sich heute um die Argus PT von Reolink. Die kostet standardmäßig 175 Euro. Heute bekommt ihr sie allerdings für 123 Euro. Und wenn ihr schnell seid, bekommt ihr ebenfalls noch einen 8 Euro Rabattgutschein. Der ist unter dem Preis. Den könnt ihr einmal anhaken. Und damit zahlt ihr dann nur 116 Euro. Von daher nutzt das aus. Wenn ihr diese Cam haben wollt, Link zum Deal ist einmal für euch in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Deal ist allerdings, wie gesagt, nur heute Abend gültig. Das heißt, wenn ihr das Ding haben wollt, dann schlagt definitiv für diesen Preis zu. Die Reolink Argus Serie ist ja eine der größten Outdoor- und Indoor-Cam-Serien, die es auf dem Smart-Home-Markt derzeit gibt. Reolink mittlerweile ein sehr etablierter Hersteller, wenn es um smarte Überwachungsgeräte geht. Gerade auch im Außenbereich hat sich da viel getan. Mit Einführung beispielsweise auch der Argus 3 hat man sozusagen die Argus Serie auch immer weiter designtechnisch vorangetrieben. Und das, was viele einfach erwartet haben, dass man endlich auch mal eine Kamera rausbringt für den Außenbereich, die dreh- und schwenkbar ist im niedrigeren Preissegment. Das hat Reolink mit der Argus PT definitiv erfüllt. Es gibt übrigens auch eine Variante, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte gar keine WLAN-Cam haben, ich möchte eine SIM-Karte da reinpacken, möchte unabhängig sein, die auch mit einer SIM-Karte funktioniert. Das ist dann im Prinzip die 4G LTE-Version der Reolink Argus PT. Kostet allerdings ein ganzes Stück mehr, aber ist definitiv dann auch eine Variante, wenn ihr auf der Suche nach einer solchen Cam seid. Die Reolink Argus PT selber lässt sich sehr, sehr einfach zusammenfassen. Es ist einfach eine sehr durchdachte Kamera mit einer echt guten Verarbeitung. Ihr seht das hier im Bild, wirkt total hochwertig, ist es auch. Vor allen Dingen, was auch die Haltbarkeit angeht, auf lange Sicht gesehen, sehr, sehr schön. Und was man hier extremst verbessert hat, ist einfach die Wandhalterung. Die sind früher ordentlich durchkorrodiert, muss man ganz klar sagen. Bei den ersten Argus-Modellen der ersten Serie war das überhaupt nicht gut. Und da hat Reolink stark dran gearbeitet. Man merkt das auch hier bei diesem Modell. Man hat einfach jetzt darauf geachtet, alles lackiert, alles in Ordnung und damit auch für den Outdoor-Einsatz bestens gewappnet. Natürlich können wir dann die Reolink Argus PT wie auch die restlichen Reolink Cams ganz einfach über die hauseigene App einmal einspielen. Habt ihr das einmal gemacht, dann kann es auch schon direkt losgehen. Klassisch für den Außenbereich könnt ihr hier unter anderem Bewegungszonen etc. festlegen und selbstverständlich habt ihr hier einen Bewegungsmelder integriert, der automatisch auch ähnlich wie bei einer Innenraumkamera alles erfasst, was sich in dem Raum bewegt. Und dort könnt ihr auch nochmal speziell die Sensitivität einstellen. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, über Akku. Der Akku hält einige Monate, kann allerdings auch kombiniert werden mit dem Reolink Solarpanel. Damit könnt ihr dann auch ganz ohne Probleme beispielsweise die Kamera auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum betreiben und müsst eigentlich den Akku nie wieder wechseln. Auch bei dem Bundle sozusagen mit dem Solarpanel gibt es derzeit einen Deal, die kostet anstelle von 185, 144 Euro inklusive Solarpanel für alle, die sich für diese Variante interessieren. Die Reolink lässt sich dann auch sehr, sehr einfach und wirklich auch störungsfrei steuern. Was ich persönlich wirklich gut finde, die Signalstärke wird nochmal durch die Antenne am Gerät deutlich verstärkt. Das heißt hier, gerade auch für den Außenbereich, benötigt ihr jetzt kein volles WLAN-Signal, sondern es reicht ein kleines Signal. Durch den internen Verstärker wird das Ganze maximiert und die Kamera kann vernünftig arbeiten. Insbesondere fällt auf, wie gut die Linse dann tatsächlich ist, wenn er das Ganze dreht und schwenkt. In dieser Zeit gibt es keine großen Latenzverzögerungen. Das heißt, ihr habt immer ein kristallklares Bild. Darauf kommt es letztendlich auch an im Außenbereich, damit man auch die Person oder derjenige zumindest, der sich unbefugterweise vor der Kamera bewegt, wirklich auch gut aufgezeichnet wird. Was ich ebenfalls toll finde, ist die Nachtsicht. Hier hat man darauf geachtet, dass die Nachtsicht wirklich auch kristallklar ist. Diese ist vergleichbar übrigens mit der Argus 3 Serie meiner Meinung nach, aber auch hier wirklich sehr, sehr gut importiert. Natürlich können wir das Ganze auch mit dem Reolink Skill auf dem Amazon Echo abbilden. Das heißt, wenn ihr ein Echo mit Display zu Hause habt, einfach den Reolink Skill einmal aktivieren, Konto verknüpfen und schon könnt ihr hier via Sprachsteuerung auf eure Kamera zugreifen. Insgesamt wirklich eine Top-Cam für diesen Preis. Muss man ganz einfach sagen, 116 Euro für eine Außenkamera im Smart-Home-Bereich mit diesen Funktionen ist wirklich ganz, ganz selten.
Deswegen, wenn ihr sie haben wollt, nutzt das aus. Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Natürlich auch nur heute gültig, deswegen seid hier auf jeden Fall schnell. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zur Kamera, gerne einfach alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne auch die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.